Du hast sicher schon mal Filme gesehen, in denen sogenannte Prepper vorkommen. Ist das nur eine Erfindung der Filmindustrie oder gibt's diese Leute wirklich? Du wirst überrascht sein, wie viele Bunker es tatsächlich gibt. Wir zeigen dir heute ein paar der unglaublichsten Bunker auf unserem Planeten. Einige von ihnen können theoretisch riesigen Explosionen standhalten, die aktuell noch keine Bombe erzeugen könnte. Willkommen zu unserer Bunkertour. Ich heiße Gustav und bin dein nerviger Fremdenführer. Los geht's! Nummer 1. Bunker 42. Der Bunker 42, auch genannt geheimer sowjetischer Bunker, befindet sich im Kriegsmuseum in Moskau und ist heute ein vollwertiges Museum, das für Besucher zugänglich ist. In einem recht gewöhnlich aussehenden Gebiet Moskaus befindet sich etwas, das man nicht vermuten würde. Der Eingang zum berüchtigten Bunker öffnet den Weg in einen Bereich, der 7000 Quadratmeter groß ist. Dieses 1950 von der UdSSR erbaute Gebiet wurde lange Zeit geheim gehalten, in der Hoffnung, die ranghöchsten Politiker der Regierung im Falle eines Atomkriegs hier in Schutz zu bringen. Der geheime Bunker ist mit allem ausgestattet worden, was die UdSSR im Falle eines Atomkriegs für absolut überlebenswichtig hielt. Nahrungsmittel, Treibstoff, Dieselgeneratoren, Luftreinigungssysteme und sogar Brunnen für Versorgung mit sauberem Trinkwasser. Mehr als 2900 Menschen könnten problemlos bis zu 3 Monate in diesem Bunker ohne jegliche Hilfe von außen überleben. Man kann eigene Touren buchen und den Bunker wie ein damaliger Regierungsmitarbeiter erkunden. Man bekommt dabei sogar einen eigenen Geheimpass mit einem Foto, das einen selbst mit Gasmaske über dem Gesicht zeigt. Nachdem man hineingeht, wird man 18 Stockwerke unterhalb Moskaus nach unten befördert, wo Wissenschaftler einem sagen, dass man den Atomkrieg überleben wird. Hättest du Lust auf sowas? Nummer 2. Stalins Bunker. Apropos Politiker und Bunker. Wir wollten die Chance nutzen, um über Stalins berüchtigten Bunker in der Nähe von Samara, Russland zu sprechen. Dieser unglaubliche unterirdische Bunker wurde zwischen Februar und April 1942 gebaut und ist der Ort, an dem sich Josef Stalin während des Zweiten Weltkriegs verstecken sollte. Der Bunker befindet sich 32 Meter unter dem CPSU-Komiteegebäude. Heute ist es ein Verteidigungsmuseum. Dieser unglaubliche Bunker wurde 1990 freigegeben und konnte Explosionen von 2000 Kilo schweren Bomben standhalten. Zwischen dem Boden und Stalin waren 4 Meter Beton, um ihn bei etwaigen Angriffen zu schützen. Es gab natürlich auch ein Luftreinigungssystem, Arbeitsräume auf unterschiedlichen Etagen, versiegelte Türen, einen Kongresssaal und vieles mehr. Ja, richtig bemerkt, dieser Bunker hatte insgesamt 7 Stockwerke. Alle von Officer Julian Ostrowski und M. Zelenin beauftragten Bauherren unterzeichneten eine lebenslange Geheimhaltungserklärung bezüglich des Bunkers. Stalin ließ bei Luftangriffen umgehend seine Tochter Svetlana in den Bunker befördern. Es ist jedoch undokumentiert, ob Stalin den Bunker jemals selbst benutzt hat. Nummer 3. Atlas Untergrundbunker aus verzinktem Stahl. Der nächste Bunker ist nicht so komplex wie der letzte, aber er ist eindrucksvoll genug, um paranoide Menschen, die zu viel Geld übrig haben, $50.000 ärmer zu machen. Der Bunker aus verzinktem Stahl von Atlas soll wohlhabende Menschen vor einem Atomangriff, Bürgerkrieg und sogar vor einem Zombieangriff schützen, falls mal wieder zu viele Badesalze konsumiert werden. Von außen sieht er nicht imposant aus, aber von innen ist es schon deutlich besser, es sei denn, man hasst Parkett. Mit einer schönen Regal-Fernsehecke, Luftfiltersystemen und sogar Stockbetten für Familien mit Kindern sieht dieser Bunker fast schon wie eine Ferienwohnung für Minimalisten aus. Auch eine große Dusche, eine Küche und genug Platz ist vorhanden, damit man sich nicht gegenseitig auf die Nerven geht. Für Menschen, die kleine Häuser gewohnt sind, ist das eigentlich mehr Platz, als sie eigentlich bräuchten. Wer schon immer gerne ein winziges unterirdisches Haus haben wollte und dafür nicht viel bezahlen will, kann den Atlasbunker als ernstzunehmende Option für sich und seine Familie in Erwägung ziehen. Nummer 4. Luxuriöse Weltuntergangsgemeinschaft. Für die 1% aller Leute, die beim Weltuntergang an den Klassizismus denken müssen, gibt es eine passende Alternative. Diese Eigentumswohnung ist in einem Raketensilo untergebracht, das während des Kalten Krieges benutzt wurde. Die luxuriöse Wohnung wurde aus einem nuklearen Sprengkopfgehäuse gebaut und ist nun explosionsresistent. Nach dem 11. September 2001 wurde Katastrophenplanung ein sehr lukratives Geschäft. Larry Hall hatte deshalb die Idee, dieses Gebiet in eine Reihe von Eigentumswohnungen zu verwandeln. Nördlich von Wichita, Kansas, kostet diese Luxuswohnung $20 Millionen und bietet alles, was die Reichen zum Überleben brauchen.
Einfamilienhäuser, Gemeinschaftsräume, Operationsflächen, volle Luxusküchen, ein Schlafzimmer für fast jedes Familienmitglied und vieles mehr. Für einen Preis von 3 Millionen Dollar kann deine Familie ein Stockwerk mit aufgeklebten Fenstern mit Landschaftsmotiven haben, anstatt des trostlosen Atomkriegs, der über euch stattfindet. Aber selbst wenn man zu den 1% gehört, kann man leider keine einzige dieser Wohnungen bekommen, da sie alle schon ausverkauft waren, bevor sie überhaupt 2012 fertiggestellt wurden. Aktuell wird ein zweites Gebiet mit Luxusimmobilien gebaut. Also wenn du noch auf der Suche nach einem Weltuntergangsbunker bist, greif lieber schnell zu. Nummer 5. Subterra Schloss. Unser nächster Bunker ist in Kansas. Es ähnelt einem Schloss, da es aus einem ehemaligen Bunkertor besteht, das aus 47 Tonnen schweren Garagentoren gebaut wurde. Damit kann er einen beachtlichen Explosionsschutz bieten. Er könnte beispielsweise eine 4 Tonnen schwere Wasserstoffbombe überstehen. Dieser Bunker wird auch Subterra Castle genannt und kann auch Raum, Wetter, Naturkatastrophen und im Grunde genommen allen anderen apokalyptischen Ereignissen problemlos standhalten. Und falls du dich nun fragst, ob überhaupt jemand in dieser Burg lebt, lautet die Antwort ja. Sie haben aus den schutzbietenden Schlössern des 20. Jahrhunderts ein echtes Geschäft gemacht. Die Peden-Familie hat beschlossen, anderen gegen eine geringe Gebühr zu helfen, sich für den Fall eines Weltuntergangs entsprechend zu wappnen. Das Subterra Castle ist 34 Hektar groß, hat eine eigene Landebahn und viele andere Einrichtungen. Ed Peden kaufte das Land, als es im schlechten Zustand war, für billige 40.000 Dollar und machte es zum Zufluchtsort paranoider Menschen. Der gesamte Komplex befindet sich 5 Meter unter der Erde. Man benötigt zum Überleben nur einen eigenen Vorrat an Nahrung. Nummer 6. Chinesischer Tag des jüngsten Gerichts, Escapeport. Der nächste Bunker ist noch ungewöhnlicher als die bisherigen. Er kann nämlich mobil sein, wenn es die Umstände verlangen. Wie genau kann dich dieser Bunker dann schützen, wenn er mobil und orangefarben ist? Ganz einfach. Diese Kapsel, die als Chinese Noah's Ark bezeichnet wird, wurde vom chinesischen Geschäftsmann Yong Sang-gu entworfen, der sein Leben aufs Spiel setzte, um zu zeigen, dass die Kapseln sehr viel standhalten können. Als er drin saß, ließ er sich von einer 45 Meter hohen Klippe stoßen und dann ließ er die Kapsel anzünden. Es drückte zwar leicht, hielt aber all der Kraft und dem Schaden stand. Yang Song blieb dabei unverletzt. Diese Kugel, die 6 Tonnen wiegt und 3 Meter hoch ist, hat einen Sicherheitssitz, ein Belüftungssystem, alle wichtigen Funktionalitäten einer Wohnung und sogar ein Überwachungssystem. Auf dem Papier klingt das nach einer wirklich vielversprechenden Idee. Aber für 236.000 Dollar erwarten wir, dass man keinen Schutzanzug tragen muss, während man von Federn umgeben ist. Da bevorzugen wir lieber einen 50.000 Dollar teuren stationären Bunker mitten im Nirgendwo in Kansas. Yang Song behauptet, dass es auch strahlungssicher ist, aber wie ausführlich hat er das überhaupt getestet, wenn er nur ein Geschäftsmann mit viel Freizeit ist, der gar keine Kontakte zu solchen Leuten hat? Bei solchen Aussagen bleiben wir lieber etwas skeptisch. Nummer 7. Weltuntergangs-Luxus-Bunkerstadt. Ja, du hast richtig gehört. Vivos, ein Unternehmen in Kalifornien, hat einen Weltuntergangsbunker gebaut, der so groß ist wie eine ganze Stadt, in der 10.000 Menschen bequem leben können, während die Apokalypse tobt. Sie liegt in South Dakota. Jedes einzelne Bunkerhaus kann 10 bis 20 Personen aufnehmen und ist 24 Meter lang und 8 Meter breit. Es zielt nicht auf die besagten 1% ab wie andere Bunker, die wir bisher erwähnt haben. Laut Vivos ist es für eine Backup-Zivilisation, die, naja, für den Fall, dass man die menschliche Spezies erhalten will. Anstelle von Wandmalereien, die die Außenwelt simulieren sollen, gibt es LEDs, die den Bereich beleuchten und beruhigende Bilder projizieren, anstatt das triste Durcheinander, das über einem stattfindet. Die verstärkten Wände jedes Bunkers können den Explosionen ihrer eigenen Bomben standhalten, die zum Schutz woanders gelagert werden, mit einer Ausstattung, die an eine Renovierung von HGTV erinnert. Schöne Parkettböden, Fenster und Edelstahlgeräte. Man muss keine Angst vor einem armen Lifestyle während der Apokalypse haben. Die gesamte luxuriöse Bunkerbasis ist etwa so groß wie Manhattan und die Apartments im Inneren sind billiger als man denkt. Für nur 25.000 Dollar kann man mehr Schutz bekommen, als wenn man sich in Yang Songs mobile Arche versetzen lässt, während man zudem so luxuriös wie ein YouTuber lebt. Nummer 8. Schulbusbunkerhafen. Die USA sind nicht das einzige Land, das Weltuntergangsparanoia schiebt. Das schöne, ruhige Dorf Horning Mills in Toronto, Kanada besitzt einen der größten Bunker Nordamerikas. Jean Beach und ihr Mann Bruce besitzen ein großes Anwesen im Dorf und haben eine nukleare Fallout-Oase für diejenigen geschaffen, die glauben, das Ende der Welt sei nah. Sie heißt The Ark 2.
und ist etwa 1000 Quadratmeter groß und wurde komplett aus 42 Schulbussen unter der Erde gebaut. Während des Kalten Krieges begann Bruce Beach mit dem Bau von The Ark 2 und hatte es innerhalb von 2 Jahren fertiggestellt. Der in Kansas geborene Weltuntergangsprepper, der früher Elektroingenieur war, zog in den 70ern nach Kanada, wo er seine jetzige Frau Jean traf. Ihre Familie besaß das Land und begann sein Weltuntergangsgeschäft aufzubauen. Seit dem Bau seiner Arche hat die Regierung ihn mehr als 30 Mal vor Gericht gebracht. Die Regierung behauptet, dass er seine Arche ohne Erlaubnis gebaut hat, aber als er es versuchte, hat man ihm keine erteilt, weil man nicht will, dass ein psychologisches Verlangen nach Schutzbunkern entsteht. Mit anderen Worten, sie wollen den eigenhändigen Bau von Bunkern eindämmen. Er fuhr ungeachtet dessen fort, weil er von seiner eigenen Vorstellung, damit Leben retten zu können, so überzeugt war. Nummer 9. Derinkuyu Untergrundstadt. Dieser letzte Bunker ist nicht wirklich ein Bunker, sondern eine echte mehrstöckige Stadt, die unter der Provinz Nevşehir in der Türkei liegt. Die alte Kappadokienstadt, die mehr als 50 Meter unter der Erde liegt, kann im Falle einer Weltuntergangsapokalypse bis zu 20.000 Menschen aufnehmen. Der Bau dieser Stadt begann bereits in den alten Kappadokien als Höhlen von Phrygäern, eine Art indoeuropäischer Gruppe. Das war also ganz klar kein Ereignis der Neuzeit, da dies auf das 7. und 8. Jahrhundert vor Christus zurückgeht. Die phrygianischen Sprachen starben langsam aus und man sprach dafür immer mehr Griechisch, da sie die nächstgelegene Sprache war. Und die heute christlichen Bewohner der Gegend bauten die unterirdische Stadt weiter aus. 1923 wurden die Tunnel aufgegeben, als die Christen aus dem Gebiet vertrieben wurden. 1963, als sie wieder entdeckt wurden, konnten die Tunnel erforscht werden, in denen einst die alte phrygische Rasse lebte. Dann, 1969, machte man diese Tunnel der Öffentlichkeit als eine Art Museum zugänglich. Seit Trumps Wahlsieg sind die Umsätze in der Bunkerbranche um 300% gestiegen. Ist das nur reiner Zufall oder denken viele, dass unsere Welt mit ihm an der Macht untergehen wird? Teilt uns mit, was ihr denkt, und lasst uns wissen, wie ihr euch auf den Weltuntergang vorbereiten werdet. Wir sind gespannt!